Diplom-Ingenieur im Brotmeister, Lead Engineer Requirements, Engineering und Softwareprozesse im Magna Powertrain Engineering Center Steyr. Das Magna Powertrain Engineering Center Steyr ist ein Teil von Magna International, einem global führenden Entwicklungspartner und Zulieferer für die Automobilindustrie. An unserem Standort in St. Valentin ist einer unserer Schwerpunkte beispielsweise die Entwicklung elektrischer Antriebsstränge. Wir haben aber verschiedene Bereiche, also wir verfügen auch über eine Kleinserienfertigung. Wir entwickeln unsere eigene Simulationssoftware und wir haben auch diverse Prüfstände, in denen wir eben einzelne Komponenten oder ganze Fahrzeuge auf verschiedenste Bedingungen testen können. Wir haben auch eine eigene Teststrecke, die ist gerade erweitert worden, sodass wir auch autonome Fahrzeuge bei uns testen können. In meinem Bereich sind wir auf die Entwicklung von Prototypen spezialisiert, also sowohl Systeme als auch Prototypenfahrzeuge. Das sind gerade in letzter Zeit vor allem Elektrofahrzeuge und Hybridfahrzeuge. Es kommen aber auch immer mehr Brennstoffzellenfahrzeuge dazu. Als Requirements-Ingenieure ist es unsere Aufgabe, die sicherzustellen, dass die Kundenanforderungen eingehalten werden und auch, dass die Entwicklung am Stand der Technik abläuft. Mich fasziniert, wie ein Fahrzeug entwickelt wird. In der Regel beginnt die Entwicklung bei uns dadurch, dass wir ein Konzept erstellen und darauf achten, dass eben dieses Konzept alle Kundenanforderungen erfüllt. Und das ist dann unsere Startbasis für die Detailentwicklung. Also wir entwickeln dann die zugehörigen Teilsysteme und gehen immer weiter ins Detail. Wir entwickeln die zugehörigen Softwarefunktionen. Und in allen diesen Bereichen sind wir als Requirements-Ingenieure dabei. Für uns ist es wichtig, dass wir das große Ganze im Auge behalten, dass wir diese Systematik verfolgen und dass wir dann dadurch sicherstellen, dass zum Schluss, wenn alle Module wieder integriert wurden, dass dann das Gesamtfahrzeug auch tatsächlich den Anforderungen entspricht. Also sobald wir diese Endabnahmen erfolgreich bestanden haben, ist dann eigentlich unsere Arbeit als Requirements-Ingenieure auch getan. Als Ingenieurin wollte ich einfach persönliches Interesse mit meinem Beruf verknüpfen. Und das hat mich dann in die Automobilindustrie geführt. Und später habe ich mir dann die Frage gestellt, wie ich auch etwas tun kann, was von Bedeutung ist. Gerade in der Automobilbranche sind wir ja mit doch einigen weltbewegenden Herausforderungen konfrontiert. Aber wir arbeiten auch mit Hochdruck an Lösungen und ich wollte ein Teil dieser Entwicklung sein. Im Engineering Center Steyr ist der Frauenanteil im technischen Bereich aktuell bei 11%. Wir haben bei Magna einen eigenen Ethikkodex, das ist die Mitarbeitercharta. Der fühlen sich sowohl die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verpflichtet, als auch das Unternehmen selbst. Und in dieser Charta sind einige unserer Grundsätze verankert und einer dieser Grundsätze ist eben auch die Chancengleichheit. Da gehört aber eben auch Diversity dazu, Integrität, Toleranz und auch unsere Verantwortung gegenüber einer nachhaltigen Umwelt und Zukunft. Es hat mir schon immer Spaß gemacht, komplexe Fragen zu behandeln, komplexe Systeme logisch zu zerlegen. Und im technischen Bereich sind das einfach mechatronische Systeme. Also sowohl Maschinenbau als auch Elektrotechnik, Informatik und Automatisierungstechnik, das sind einfach heute keine Einzeldisziplinen mehr, sondern die greifen vermehrt ineinander. Als Mechatroniker lernen wir, das große Ganze im Auge zu behalten, das Gesamtsystem zu verstehen. Wir bekommen aber auch das Handwerkszeug mit, um uns bei Bedarf in
in Einzeldisziplinen einzulesen und Detailprobleme zu lösen. Das ist das, was ich spannend finde. So, wir können in anderen Ländern beobachten, dass sich durchaus schon eine heterogenere Verteilung im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich etabliert hat. Das widerlegt für mich viele Vorurteile, die durchaus heute noch bestehen. Und es zeigt auch, dass wir als Gesellschaft doch noch Luft nach oben haben. Und ich denke, wenn alle Kinder die gleichen Chancen bekommen, die gleichen Informationen, wenn alle gleich behandelt werden, dann wird sich unweigerlich auch bei uns, wird die Entwicklung auch bei uns in die Richtung gehen, dass wir mehr Mädchen und Frauen im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich finden.